Hallo Leute, ich stehe hier mit Laura vor der Tür der evangelischen Kirche in Münster in der Neubrückenstraße und wir kommen gerade von dem CSD und was aussehen mag wie ein Witz, ist keine Verarschung. Wir haben auf das Poster, habe ich geschrieben, dass ich die Nachfolge von der Frau Kurschus fordere und viele Leute, die ich getroffen habe, die auch über diese Missbrauchsgeschichte der evangelischen und der katholischen Kirche wissen, die fanden das wirklich gut und auch eine tolle und auch eine sehr gute Idee, dass die evangelische Kirche vielleicht wirklich ein Missbrauchsopfer an die Spitze setzt. Und ich meine das ernst. Ich weiß nicht, wie ich das den Leuten dieser Kirche erklären soll. Nur nochmals so, ich bin kein studierter Theologe. Ich bin nur ein Künstler und ein Aktivist. Und ich würde 100% geben. Und ihr wisst, ich habe viele gute Ideen, positive Ideen. Ich habe innerhalb von wenigen Monaten es geschafft, das Gesetz zum Schutz unserer Kinder zu ändern. Das ist eine wahre Geschichte und ich kann das auch beweisen. Herr Herbert Reul hat mir ein Dankeschreiben geschickt und ich kann es nochmals, ich bin da sehr stolz drauf. Und aus dem Grunde fordere ich von der evangelischen Kirche, mich ernst zu nehmen und mich zu der Synode im November einzuladen, dass ich mich zumindest dort persönlich vorstellen kann und mein Vorhaben einfach vortragen kann. Ja? Ich will mit allen zusammenarbeiten. Ich will das nicht irgendwie als der einige hier, Rex Arminius. Es hat alles einen Grund. Es ist ein schwerer und harter Kampf, den ich mein Leben lang führen musste. Und jetzt könnte ich wirklich meine ganzen Erfahrungen einbringen und könnte mit allen, die in der Kirche arbeiten, zusammenarbeiten. Das wäre ein tolles Team, es wäre eine Erneuerung. Denn ich habe keine Angst, das Wort Jesus Christus, Gott, Kirche, Halleluja oder Amen in den Mund zu nehmen. Und wir sind nicht die Ungläubigen, wie manche Leute behaupten, die uns böse wollen. Ja? Es ist gestern in Solingen etwas so Schreckliches passiert. 3 Menschen sind da erstochen worden auf einem Stadtfest, einem Bürgerfest. Unvorstellbar, aber es ist leider so. Und aus dem Grund, ich hätte mich als Kirchenoberhaupt schon längst gemeldet. Ich hätte schon längst gesagt, wie schlimm das ist, was wir tun können. Und ich wäre auch dahin. Wo ist Frau Kirsten-Fehrs? An dem Unglücksort habe ich sie nicht gesehen bisher in den Nachrichten. Also, wie gesagt, die Kirche, auch die evangelische Kirche, besonders die evangelische Kirche, muss sich mehr einbringen, muss sich einmischen, muss mehr präsent sein. Und mit mir als euren Vorsitzenden, als euren neuen Vorsitzenden, wird es das werden. Insofern, ich danke meiner lieben Laura, dass sie mich heute begleitet hat hier zum CSD in Münster. Und es war eine wirklich tolle Veranstaltung. Es geht gleich weiter. Ich habe mein Poster in Gedenken an Malte C. bei der Bühne festgezurrt und steht da und ich hole das später ab. Also Leute, denkt drüber nach. Alles Gute, Peace.